Ich habe jetzt so viele Zuschriften bekommen von Leuten, die auswandern möchten, von Deutschland nach Ungarn. Und ich unterhalte mich auch mit vielen Leuten, die eben entweder aus allen Klassen praktisch, also von Rentner oder junge Leute oder ältere Leute oder die noch arbeiten, dass ich auf jeden Fall euch ein paar Worte dazu mitgeben möchte, was vielleicht aus der ganzen Erfahrung und auch aus meiner Erfahrung von vor über 20 Jahren Auswandern, das für euch leichter macht. Zuerst mal habe ich von vielen Leuten gehört, die eben aufgrund der Situation in Deutschland ihre Sachen packen, alles verkaufen und dann sofort mit dem Umzugswagen nach Ungarn fahren und dort das erste Mal in Ungarn sind und irgendwas kaufen. Und da gibt es auch verschiedene Fälle. Auf jeden Fall auf der einen Seite ist das Beispiel von der Yvonne und dem Sascha, die aus Deutschland nach Estland ausgewandert sind, von Estland nach Ungarn. Also jung, flexibel oder flexibel auf jeden Fall und wo das sicher überhaupt gar kein Problem ist, so direkt auszuwandern, ohne erstmal das Land kennengelernt zu haben. Und sie haben sich auch genügend Informationen darüber besorgt. Übrigens ihren Kanal verlinke ich nochmal unter dem Video. Und die Yvonne hat auch einen, oder ist jetzt dabei, einen Ratgeber zum Thema Auswandern zu machen. Vielleicht hilft euch das auch. Aber dann auf der anderen Seite habe ich auch ganz viele Leute gesehen, die einfach ihr Leben lang, und das meine ich jetzt wirklich nicht abwertend oder so, aber sehr beschützt in Deutschland gelebt haben. Also vielleicht in der kleinen Stadt oder auf dem Land, in einer Straße, die praktisch das Leben dieser ganzen Straße kennen, vertraut mit den Leuten sind und die jetzt auf einmal alles verkaufen, wo sie das ganze Leben dran gewöhnt waren. Sie Sachen packen, Umzugswagen, Ungarn das erste Mal und dann was kaufen. Dann gibt es natürlich da auch noch die deutschen Makler und so weiter, möchte ich jetzt gar nicht zu sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann in vielen Fällen scheitert, weil das einfach zu viel, oder? Es sei denn, vielleicht, wenn ich in meinen 20ern bin, aber wenn ich 40, 50 bin und mich so daran an alles gewöhnt habe, und das ist ganz menschlich, das wird zum Schock. Dann in dem fremden Land und auch wenn es nicht so fremd vielleicht wie, was weiß ich, Lateinamerika oder so ist, aber es ist trotzdem schon mal alles anders. Die Sprache ist anders, dann kannst du ja erstmal nicht verstehen, dann muss die ganzen Formalitäten machen und so weiter und so fort. So, und für diese Leute würde ich halt schon erstmal empfehlen, sich Ungarn einmal anzusehen und das nicht zu überstürzt zu machen, damit das wirklich dann auch zum Erfolg führt. So, aber ich denke, eine ganz große Sache ist so das Mindset, wie man daran geht. Also auf der einen Seite, und ich bin ja nun damit auch sehr in Deutschland, weil ich weiß ja wirklich, was das die Probleme sind. Als ich ausgewandert bin mit ja, Ende 20, war ich auch diese Sicherheit und all das so gewöhnt. Und wenn man dann muss man schon im Mindset haben, dass so neue Sachen auf einem zukommen und auch nicht alles so sicher ist. Wer weiß, was morgen ist. Also die Ungarn, die sind dort eben, ja, die sind das nicht so gewohnt, diese ganze Sicherheitsstruktur. Und deswegen sind die auch sehr, sehr flexibel. Also da hat jeder, also vielleicht oder viele haben einen festen Job, dann eben noch einen zweiten oder dritten Job. Und dann hört das eine auf, fängt das andere an. Also die sind wirklich dort, können auf dem Eis laufen. So, aber das sage ich jetzt vor allem wegen der Sache mit dem Geld oder weil viele mich auch fragen, wie viel Geld braucht man denn zum Auswandern? So, und dann wollen die natürlich auch alles kalkulieren. Ist klar, das wollte ich auch früher. Man will ja das alles so, aber ich denke so, mit diesem Mindset funktioniert das nicht, weil aus eigener Erfahrung und von den vielen Leuten kenne ich auch, die mit sehr viel Geld ausgewandert sind, das Geld ist schneller weg, als du denkst, wenn du nicht das richtig so mit dem richtigen Mindset arbeitest. Also da kann man nicht sagen 1000 oder 10.000 oder 100.000. Ich weiß zum Beispiel von Rentnern, die mal gerade mit den 800 oder 900 Euro nach Ungarn kamen und die sich, die noch was hatten in Deutschland, Immobilie konnten sie noch verkaufen, also die sich irgendwo auf dem Land ein Haus mit einem Grundstück gekauft haben, 2000 Quadratmeter und Selbstversorgung machen und sich total wohlfühlen und damit klarkommen. Nur da sage ich auch wieder Mindset, wenn ihr keine, ihr müsst wissen, Selbstversorgung ist nicht jedermanns Sache und ich weiß wirklich, wovon ich spreche und ich mag das sehr, aber das ist auch so ein Lifestyle, ist eine Lebensart. Also das heißt, wenn ihr das nicht mögt und ihr seid dann in Ungarn und ihr seid gewöhnt, was weiß ich, dreimal in der Woche essen zu gehen, jetzt nur als Beispiel, dann werdet ihr auch ziemlich mies drauf kommen nach einiger Zeit, wenn ihr halt die Tiere und die Pflanzen und all das nicht jeden Tag sehen möchtet. So,
Aber dann hat man natürlich immer als Sicherheitssystem, wer das braucht, dass die meisten von euch ja noch in Deutschland angemeldet sind. Also wer, wenn irgendwas schief geht, dann könnt ihr eigentlich wieder zurück nach Deutschland gehen. Was viele auch nicht verstehen, in den Städten zwar kann man schon was mieten, aber auf dem Land ist eigentlich üblich, gerade so diese älteren Häuser und so weiter oder die günstigen Häuser, wo man noch was machen muss, das alles nur zum Kaufen. Also solche Konstruktionen, also oder Mieten oder Mietkauf und sowas, das kennt man hier noch gar nicht. Also das wird für einen relativ günstigen Preis eben das Haus verkauft und da muss man halt schon dann dieses Kapital sollte man haben, um sich was kaufen zu können. Also das wäre eigentlich so meine ideale Sache, das, was ich jedem empfehlen würde. Also seht zu, dass ihr das Kapital habt, was zu kaufen in Ungarn. Dann habt ihr schon mal keine Kosten damit eben. Dann ja, eine gewisse monatliche Einkommen, entweder Rente, sei die noch so schmal, oder eben habe ich auch schon mal empfohlen, zusätzliche Einkommensströme übers Internet aufzubauen, also übers Internet Geld zu verdienen. Da gibt es ja Millionen Wege, sich darauf zu konzentrieren. Internet funktioniert sehr gut in Ungarn. So, und dann würde ich aber in der heutigen, also wir haben ja auch mal eine ganz andere Sache. Wenn ich jetzt nochmal, ihr habt die Wahl, ihr seid in Deutschland, dort könnt ihr neben Transvestiten und den ganzen Verboten leben oder ihr geht nach Ungarn und habt dort ein sehr dünn besiedeltes Land und könnt dort praktisch unbehelligt leben. Also die Wahl wäre für mich klar, ich würde nach Ungarn auf jeden Fall mal gehen, auch heute, wenn ich da heute nochmal auswandern würde. Und anstatt so ein Leben in Deutschland, das wäre für mich überhaupt nichts. Natürlich, für andere mag das anders sein, das muss ja jeder wissen, aber die endgültige Sicherheit, ob das dann klappt oder so in Ungarn, kann euch natürlich auch keiner geben. Ja, dann viele sagen auch, hör mal, in Ungarn kann man auch nicht dem Great Reset entfliehen, das ist mir schon klar und das habe ich auch immer gesagt und ich weiß ja nun auch und habe auch schon darüber berichtet, wie die Orbán-Regierung auch knallhart die Lockdowns während Corona auch durchgezogen hat. Also dort dürften Rentner eben nur zu gewissen Zeit einkaufen gehen und so weiter. Also das Gleiche ist dort auch durchgezogen worden, hier in Ungarn. Aber die ganze Migration wird außen vor gehalten. Das ist schon mal viel wert, oder? Ich meine, bei euren Städten in Deutschland, wo wirklich teilweise 90% und so, ja, Migranten sind und nicht die Besten, die sie uns da schicken oder euch dort schicken, gibt schon einige Vorteile. Ich bin aber zum Beispiel auch über die ganze Corona-Zeit mit einer Maske gekommen, über die ganzen Jahre. Also wirklich nur, wenn man das, als ich das aufsetzen musste, wenn ich was einkaufen musste, habe ich das. Also das ist schon klar, man kann den Sachen nicht entfliehen, aber man kann eine bessere Lebensqualität hier haben, auf jeden Fall. So, und das würde ich auf jeden Fall immer vorziehen. Aber man kann nicht sagen, dass du mit 1000, 2000 oder 3000 Euro hier rüber gehst. Immer abhängig von den eigenen Ansprüchen oder wie man die auch runterschrauben oder anpassen kann, ob man mehr Konsum einem noch mehr bringt. Da habe ich nun auch meine Lernkurve gehabt und heute brauche wirklich verdammt wenig Geld zum Leben. Vielleicht mache ich daraus auch nochmal ein Video, was ich wirklich zum Leben brauche und ich lebe froh, ich lebe glücklich. Also ich muss auf nichts verzichten. Okay, ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Schreibt mal in die Kommentare. Like das Video, abonniert den Kanal und abonniert mich bitte auch auf YouTube, auf Telegram. Alles klar, ciao, ciao.